Vergiss das niemals. Alles, was Hitler in Deutschland getan hatte, war legal. Es ist Zeit, dass wir einen tiefen Blick auf uns selbst richten. Einen tiefen Blick in unsere Welt. In die Hoffnung, solch ein Chaos zu überstehen. In die Hoffnung, zu unserem wahren Selbst zurückzukehren, unsere Fitra. Wir haben einen sehr unheilvollen Kreislauf hervorgebracht. Ein Kreislauf, welches das Gleichgewicht zwischen uns und dem Reich der Tiere zerstört hat. Menschen sind aus allen Elementen erschaffen, die auf der Erde existieren. Den Sichtbaren und den Unsichtbaren. Und deshalb kann innerer Frieden nur durch Gleichgewicht und Harmonie erreicht werden. Mit uns selbst und dem, was uns umgibt. Adäquat. Himmel. Himmel. Sonne. Sonne. Mit dir. Es gab eine Zeit, als wir noch in Frieden lebten, in Gleichgewicht und Harmonie mit unserer Umgebung. Wasser. Denn wir sind auf einem Planeten geboren, dessen Bewohner wir nicht die einzigen sind. Unser Ziel muss immer das Wohlergehen unserer Umgebung beinhalten. Vom Reich der Tiere bis zur Umwelt für jedes Lebewesen. Wenn wir unsere Handlungen der Selbstverliebtheit, des Rassismus, Sexismus, Speziesismus, religiöse Intoleranz und all die anderen Prinzipien, die auf mein Wohlergehen über dem Rest beinhalten, unterlassen. Vielleicht können wir dann damit beginnen, die Schönheit unseres wahren Selbst zu sehen und aufzubauen. Das System hat uns verändert. Unsere derzeitige Art zu leben führt uns alle in negative Auswirkungen zu unserer Welt. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich. Weil wir alle als ein System der Existenz miteinander verbunden sind. Aber wenn wir uns für Veränderungen entscheiden, können die Auswirkungen ziemlich anders sein. Sie sind sanft, liebevoll, treu. Es fehlt ihnen jegliche Gemeinheit oder Verschlagenheit. Die Worte Lug, Trug, Gier, Neid, Verleumdung und Vergebung sind ihnen unbekannt. Sie kennen keine Eifersucht, kennen keinen Besitz. Hier ist Wirklichkeit, was ich stets für einen Traum hielt. Indem wir unser Potenzial begreifen, können wir damit beginnen, die Augenbinden zu entfernen, um damit zu beginnen, sehen zu können, was mit unserer Welt nicht stimmt. Ja, der ist nicht tot, aber der macht 4 Monate lang nur stehlen, 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 wieder anstehen.
we have created this society. Nicht jeder einzelne von uns, aber unsere vergangenen Generationen. Die und wir haben diese jetzige unmoralische, zerstörerische Gesellschaft hervorgebracht. Und mit allen, die die Bestrafung dieser Taube nicht zu behindern, wird gnadenlos verfahren. Du hast gesehen, doch natürlich, ich konnte das Bein sehen. Und unsere sogenannte moderne Zivilisation drängt uns immer tiefer rein in eine unnatürliche Art und Weise zu leben. Und wir folgen immer noch dieser individualistischen Fürsorge und materialistischen Besessenheit. Niemals zufrieden sein, immer mehr haben wollen. Generation für Generation. Bis wir schließlich zu dem wurden, was wir heute sind. Und wir wurden in die Falle gelockt von dieser Gesellschaft. Die Gesellschaft, die von jedem Einzelnen von uns hervorgebracht wurde. Also sind wir mitverantwortlich für diese Gesellschaft. Wir sind nicht antimodern. Nein, wir wollen modern sein. Wir wollen auf dem neuesten Stand sein. Wir wollen all diese fortgeschrittenen Dinge, die das Leben bequemer machen. All die Vorteile, sei es Bildung, soziale Leistungen, Transport, Technologie. Wir wollen alles, was entlang dem geht, was als modern gilt. In Wirklichkeit lehrt uns der Koran, auf dem neuesten Stand zu sein, wissend zu sein, gebildet zu sein und in Bewegung. To be aware, to be educated, to be in tune. So we Muslims, wir Muslime mit unserem Wissen und unserer Verbundenheit zum Koran und zur Lebensweise des Propheten, Allah segne ihn und gebe ihm Frieden, haben kein Problem damit, die modernen Nützlichkeiten der Menschheit anzunehmen. Aber wir müssen nicht so sein, dass wir es komplett hinunterschlucken. Wir müssen nicht das ganze Hähnchen hinunterschlucken, mitsamt den Knochen. Es geht darum, das Gleichgewicht zu finden. Also was ich meine, da kommen mehrere Dinge zusammen. Hier sitzt der natürliche Instinkt und hier sitzt die Kontrolle. Beides muss man harmonisch miteinander verbinden. Wenn das eine überwiegt, dann bist du zu unrational. Wenn das andere überwiegt, dann wirst du plötzlich zu einem Roboter, kein Mensch mehr. Also man muss beides verbinden. Es ist also weder ganz natürlich noch total unnatürlich. Egal, ob es möglich ist, eine Gesellschaft zu verändern oder nicht, ist es aber möglich, tiefgründig und radikal unseren Zustand zu verändern? Die Veränderung wird nicht über Nacht kommen. Wie auch immer, eine neue Generation wird geboren, über der ganzen Welt hinweg. Was bedeutet, dass die Zukunft auch in deiner Verantwortung liegt. Wird dies die Generation sein, die die Welt heilen wird? Thank you.
alles deine.